Hallo Leute und willkommen. Ja, heute möchte ich über ein Thema reden, das passt ziemlich gut zu Weihnachten und viele verstehen bestimmt auch dieses Thema. Also ich erzähle jetzt erstmal über mich und dann erzähle ich, was ich gut finde und was ich schlecht finde, was vielleicht andere einen auch gönnen sollten an genau Heiligabend. Ich finde das zum Beispiel wichtig, dass also ich bin einer, der mit Musik aufsteht und also Heiligabend, also natürlich davor, wir haben es jetzt 15.26 Uhr, ich stehe dann so um 10 Uhr auf, dann höre ich Musik, Anime, keine Ahnung, was auch immer, fürs Einstimmen in die Weihnachtszeit. Ich bin kein Weihnachtsliederhörer, das hört er jetzt auch raus, da habe ich mich einfach überhört und ich brauche es nicht. Weihnachten muss mich nicht durch Musik geleitet werden, sondern ich finde, Weihnachten ist ein Feiertag. Und ein Feiertag, finde ich, sollte man auch so ein bisschen feiern, wie man ihn selber feiern würde. Und so sich drauf einstimmen. Das ist so meine Meinung dazu. Und deswegen mache ich mir halt Musik an, dann räume ich ein bisschen mein Zimmer auf, helfe dann, den Weihnachtsbaum aufzubauen. Und dann warte ich noch ein bisschen Heiligabend, mache noch ein bisschen was in der Zeit. Und ja. Was ich jetzt blöde finde, wenn dich Leute zwingen, andere Musik zu hören. Wenn du in deinem eigenen Zimmer bist, sollte man schon, finde ich, das Recht haben, sich so einzustimmen, wie man will, denn sonst vermiesen, merken die anderen ja nicht, dass sie dadurch die Laune von einem vermiesen und dann vermiest man den anderen die Laune an Weihnachten. Beziehungsweise Heiligabend, ja. Den Glauben vergesse ich ja auch nicht. Ich bin ja selber Christ, also katholisch, und heute ist ja Jesus geboren. In einer Futterkrippe, in einer Krippe. Bei Maria und Josef. Ja. Daran glaube ich praktisch und ja, ich denke auch, dass es alles passiert ist. Warum nicht? Kann ja alles möglich sein. Und ich finde, es ist auch schön, an etwas zu glauben. Und das ist macht gerade ein Glauben aus. Ja, sonst habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Mich würde mal interessieren, wie feiert ihr Weihnachten? Was findet ihr wichtig? Und wie würdet ihr Weihnachten feiern, damit es für euch schön ist? Lasst doch ein Abo da oder lasst bleiben. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, wir sehen uns in den Kommentaren.